So, und herzlich willkommen zum zweiten Livestream-Tutorial. Für alle, die jetzt die Aufzeichnung schauen, der Name verrät schon, das hier ist die Aufzeichnung jetzt gerade live eines Hangout on Airs, also eines Livestreams, in dem ich mich mit Snapchat befasse, also sprich den Grundlagen von Snapchat. Die ersten Grundlagen, die habe ich mir schon im ersten Teil angeschaut. Da ging es um den Chat, um die Navigation und so weiter, also sprich um die wirklich absoluten Basics von Snapchat, sage ich jetzt mal. Heute geht es um die Stories, und zwar deine eigene Story und die Stories deiner Freunde, das Discover-Feature und die Oberfläche beim Snappen und einige Tipps zum Snappen wie Text, Farbe, Emoticons und ähnliches. Das ist der heutige Inhalt. Das heißt, wenn du Fragen zu Snapchat hast, bitte hier in die Kommentare, egal ob in der Aufzeichnung oder natürlich jetzt noch besser im Livestream, denn ich gehe gerne auf die Fragen hier im Livestream ein und werde auch versuchen, die Fragen, die du in den Kommentaren stellst, zu beantworten. Bitte nicht stören lassen. Wenn ich ab und zu nach unten schaue, dann blicke ich nämlich hier auf den Chat, in dem die Fragen eingehen. Das ist also keine Missachtung von dir, lieber Zuschauer, sondern schlicht und ergreifend nötig als Blick zur Kontrolle. Vielleicht ganz kurz im Vorfeld, wenn du Snapchat noch gar nicht kennst, empfehle ich dir, schau dir jetzt den ersten Teil nochmal an, beziehungsweise gib dich mit meiner ganz, ganz, ganz vereinfachten Erklärung einer Kombination aus Instagram und WhatsApp erstmal zufrieden. Das heißt, eine Chat-App, in der du aber auch Stories anlegen kannst, die andere sehen. Und genau um diese Story wird es heute gehen. Und um dir das zu zeigen, wechsle ich jetzt gleich mal auf meinen Smartphone-Bildschirm und zeige dir da, wie die Snapchat-Oberfläche aussieht. Bitte denk daran, das ist alles live. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ab und zu Nachrichten und Co. reinkommen. Und nochmal, wenn du Fragen hast, bitte ab in die Kommentare zum Livestream. So, dann wechseln wir doch einfach mal auf den Smartphone-Bildschirm. So, ihr müsstet jetzt, und da würde ich schon mal um Feedback bitten, meinen Smartphone-Bildschirm sehen. Ihr seht schon, die ersten Nachrichten kommen rein. Das war zu erwarten. So, ihr seht, der Smartphone-Bildschirm, wir gehen wieder auf das Snapchat-Symbol. Das ist der weiße Geist auf gelbem Grund. Und wie auch schon im ersten Teil seht ihr, ihr landet direkt in der Kamera. Und ihr seht hier einen kleinen Blick auf mein Livestreaming-Setup, mit dem ich gerade mit euch spreche. So, werfen wir einen Blick auf die Stories. Dazu swipe ich nach rechts und hier ist ganz oben meine Story. Danach kommt der Discover-Bereich, dann kommt der Live-Bereich und darunter kommen die Stories meiner Kontakte, die ich abonniert habe. Ihr seht, das sind doch einige. Wir schauen uns jetzt erstmal die eigene Story an. In der eigenen Story kannst du Snaps hineinwerfen, praktisch veröffentlichen, die entweder für deine Freunde oder für eine ausgewählte Zielgruppe oder eben für alle Snapper, die dir folgen, Snapchat-User, die dir folgen, sichtbar sind. Wie diese Einstellung aussieht, habe ich im ersten Teil erklärt. Ihr seht hier meine Snaps. Die Besonderheit ist, diese Snaps werden nur 24 Stunden vorgehalten und angezeigt. Das bedeutet, so richtig lange sind die ganzen Snaps hier nicht mehr sichtbar. Das erkennt ihr auch ein bisschen an den Symbolen auf der linken Seite, nämlich zwischen dem Bild und dem Text. Es sind so ganz, ganz kleine Tortenstücke noch zu sehen. Die zeigen an, wie lange der Snap noch verfügbar ist. Ich zeige euch das mal, indem ich jetzt hier ein Foto mache. Und das gleich snappe. Ich nenne das jetzt einfach mal Livestream Tutorial. Dann schicke ich das Ganze direkt in meine Geschichte. So, das wird also in meine Geschichte gepostet. Ihr seht es, jetzt ist es gepostet. Wenn ich jetzt hier wieder drauf gehe, seht ihr hier, der graue Kreis zwischen Bild und Text ist komplett voll. Das bedeutet, es ist gerade eben erst gepostet worden. Dieser Snap ist noch 24 Stunden sichtbar. In eurer Geschichte seht ihr schon mal ein paar Sachen. Auf der linken Seite habt ihr eine Vorschau, dann kommt der Text, den ihr geschrieben habt, vielleicht auch nicht. Ihr seht, ich habe auch einen ohne. Und rechts habt ihr Symbole. Das Augensymbol mit der Zahl zeigt an, wie viele Personen diese Snaps sich angeschaut haben. Und das grüne Symbol ist ein Screenshot, den hier jemand gemacht hat. Wir gehen mal auf das Augensymbol.
Dann seht ihr im Hintergrund den Snap, wenn es ein Video ist, wird der ohne Ton abgespielt. Und ihr habt die Liste der letzten 100 Leute, die diesen Snap angeschaut haben. Und ihr seht auch, wer den Screenshot gemacht hat. Habt ihr nochmal hier oben. Und hier oben habt ihr auch zwei Optionen. Einmal zu löschen, Papierkorb, und natürlich diesen Pfeil, der speichert den Snap in eure Camera Roll. So. Das seht, ihr seht schon mal, wie so ein Snap aussieht. Da war jetzt gerade auch Ton dabei. Gehen wir nochmal zurück. Das heißt, ihr könnt hier eure Geschichte sehen, ihr könnt sehen, wie viele Leute zugeschaut haben, wer einen Screenshot gemacht hat. Und ihr könnt halt auch nachverfolgen, wer am Anfang der Story noch dabei war und wer im Laufe der Zeit dabei geblieben ist, indem ihr euch anguckt, wer mitgemacht hat. Für alle die, die viele Zuschauer haben, wenn ich auf Events snappe, habe ich zum Teil weit über 100 Views auf meinen Geschichten, weil es eben Event ist, das spannend ist. Ihr könnt nur die letzten 100 sehen, die euren Snap angeschaut haben. Also das sind so die Statistiken, in Anführungszeichen, die ihr gerade noch bekommt für eure Story. Und wenn ihr oben auf den Pfeil drückt, dann, das seht ihr auch gleich, wird die Geschichte komplett gespeichert. Das klappt manchmal besser oder schlechter. Auf Android und iOS ist die ganze Geschichte nicht immer so stabil. Ihr seht es aber an diesem lilanen Fortschritt, seht ihr, wie viel schon runtergeladen ist. So, das war eure Geschichte. Darunter kommt der Discover-Bereich, auf den nehmen wir gleich ein. Ich gehe jetzt runter zu neueste Updates, das sind nämlich die Geschichten meiner Freunde, die ich alle abonniert habe, also all die Nutzer, denen ich folge. Ich gehe jetzt mal hier auf Heike, die mir das hoffentlich verzeihen wird, dass ich sie hier als öffentliches Beispiel nehme. Das ist eine Kollegin, die auch viel mit Mobile Podcasting macht. Und wenn ich jetzt drauf tippe, kommen ihre Videos. Wenn ich nochmal drauf tippe, überspringe ich den Snap. Und ihr seht rechts oben diesen Kreis, der kleiner wird. Bei Videos zeigt er an, wie viel Zeit noch verbleibt im Video. Und ihr seht, wann es gepostet wurde, vor 27 Minuten. Das ist ein Foto. Ihr seht schon, Heike hat ihr Ganze benutzt. Und ich kann hier unten auf Chat tippen und könnte jetzt einen Testchat fürs Livestreaming-Tutorial schicken. Das heißt, ihr könnt direkt auf einen Snap in der Story eines Kontakts, eines Freundes antworten. Und jetzt hat er es gerade geschickt. Ihr seht, na, das hat es nicht funktioniert. Das heißt, das kann ich gleich nochmal probieren. Was ihr aber gerade gesehen habt, ist, wenn ich in einer Story fertig bin, ist er automatisch zur nächsten Story gegangen von Gero Pflüger. Das ist eine neue Funktion, die seit dem letzten Update dabei ist. Das heißt, ihr werdet von einer Story in die nächste reingeführt. Bei mir seht ihr jetzt, einige Geschichten sind farbig, andere sind so ausgegraut. Das liegt daran, das habe ich gestern oder im letzten Teil auch schon gezeigt, dass ich den Reisemodus anhabe. Das bedeutet, er lädt nicht alle Stories automatisch runter, sondern nur die, die ich antippe. Ich tippe es die von Richard Gutjahr mal an. Und ihr seht, es kommt kurz ein Ladekreis. Er lädt sich jetzt alle Snaps, die Richard gemacht hat, runter und tada, jetzt ist es farbig, jetzt könnte ich es aufrufen. Das bedeutet einfach, mit dem Reisemodus entscheidet ihr, wann Snapchat sich Daten zieht, sich Snap zieht, und es saugt euch nicht im Hintergrund Daten und Akku leer, obwohl es trotzdem ein Akku- und Datenfresser ist. Ihr seht, ich folge hier eine ganze Menge Leuten. Bei allen ist es so, die sind nur 24 Stunden verfügbar. Das seht ihr auch wieder. Zwischen Bild und Name seht ihr diese Tortenstücke wieder oder diese Kreisgrafik. Und die ist mal unterschiedlich groß. Die ist mal kleiner, die ist mal größer. Hier bei Gerhard Schröder zum Beispiel ist sie noch so fast voll. Bei anderen ist sie schon sehr, sehr klein, wie jetzt zum Beispiel bei Romy hier oder bei Anja oder bei Ruben. Das bedeutet einfach, da seht ihr, wie lange die Snaps noch verfügbar sind. Das sind die Geschichten eurer Freunde. Und wie gesagt, ähnlich könnt ihr eure eigene Geschichte eben auch nutzen. Wenn du neu bist auf Snapchat, empfehle ich dir nicht nur, dir die Geschichten anderer anzuschauen. Das ist sinnvoll und wichtig. Ein paar, die ich empfehlen kann. Richard Gutjahr, klar. Auch Fashion Attitude macht das ganz gut. Eddie Locardi, Fotograf und Videograf, weltweit unterwegs, gibt super Einblicke in seine Arbeit. Total spannend. Wen kann ich noch empfehlen? Gerhard Schröder, wenn ihr euch so ein bisschen für die Arbeit einer Videoagentur interessiert. Georgia Museum of Art, die machen das auch sehr gut. Wer im Kommunikationsbereich unterwegs ist, schaut sich Gary Vee an und noch ein paar andere, die es ja einfach gibt, auch die Podcast-Helden, bei denen ich gestern war. Danke, Gordon. Also das sind so meine Empfehlungen. Dazu habe ich aber auch schon mal extra Snap-Tipps gemacht. Neben den Geschichten eurer Freunde und deiner eigenen Geschichte gibt es auch noch die Discover-Funktion. Das ist die Geschichte hier. Da könnt ihr aber auch drauf gehen, indem ihr oben auf dieses Global oder, ja, ich sage es mal, Globus-Symbol tippt. Und da habt ihr die Übersicht all der Publisher, also Magazine und Co., die hier unterwegs sind. Ich habe das aus Versehen CNN angeklickt. Bleibt mal einfach mal da drin.
Und ihr seht, wenn ich jetzt nach rechts swipe, wechsle ich die Geschichte. Und wenn ich scrolle, dann kann ich hier lesen und weiterschauen. Das sind wirklich ausgearbeitete Artikel und Stories, die aber auch nur 24 Stunden erhalten bleiben. Das Discover-Feature, die Discover-Funktion ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr cooles Feature, einfach auch, um vielleicht so auf dem Laufenden zu bleiben und nicht auf Facebook und Co. nach Nachrichten schauen zu müssen. Und vor allem ist es ein cooles Feature, wenn du Snapchat vielleicht nutzen möchtest, aber nicht selber snappen willst, dann kannst du dich hier auf dem Laufenden halten und bist wunderbar informiert und kannst dir mal anschauen, wie Snapchat funktioniert. Ich gehe mal oben links noch drauf, das ist Snapchat selber, die hier ihren neuen Chat 2.0 vorstellen. Das neue Update vorstellen. Auch da empfehle ich einfach, schaut sich mal in Ruhe an. Ich habe da gestern auch schon ein Facebook Live Hands-on so gemacht, wo ich mal kurz gezeigt habe, was die neuen Funktionen sind. Und der letzte Punkt in den Stories sind dann die Live-Stories. Das sind Stories, die wirklich in diesem Augenblick aufgenommen werden, wo ihr mit dabei seid. Ich nehme jetzt einfach mal auf Beirut, Libanon. Ich war da auch schon in Brasilien dabei. Und auch hier ist es so, ihr klickt drauf, wenn ihr den Snap überspringen wollt, einfach, ihr seht wieder oben rechts, wie lange der noch erhalten bleibt. Und ihr seht, ihr seid wirklich live dabei und also sehr zeitnah dabei zumindest und seht, was gesnappt wird. Finde ich einen total coolen Weg, sich mal ein anderes Land anzuschauen und mal zu entdecken. So, das waren die Tipps zu den Stories. Denk daran, du kannst einstellen, wer die Stories sehen soll. Wenn du die Stories öffentlich machst, denk daran, dass du deine Geschichte erzählen solltest. Kommen wir doch nochmal zu den grundlegenden Snap-Tipps. Und zwar geht es darum, wie du snappst. Ich mache jetzt mal ein Foto und wir steigen da ein. So, das Foto meines Setups hier. Fangen wir mal bei den Basisfunktionen an. Oben habe ich so ein Post-it-Symbol, nenne ich es mal. Da komme ich auf die ganzen Emoticons. Ne? Ich nehme jetzt hier den Geist, Snapchat typisch. Ihr seht, ich kann pinchen und zoomen, also mit der Pinch-Geste, also zwei Finger auseinanderziehen und zusammenführen, mache ich es größer oder kleiner. Da kann ich es auch rotieren mit den zwei Fingern und dann kann ich ihn frei platzieren, wenn er so ist, wie ich ihn haben möchte. Dann kann ich auf das T tippen und hier einfach mal Text eingeben. Früher war es so, also vor dem letzten Update, dass es nur eine Zeile ging. Jetzt ist es so, das seht ihr auch gleich, wenn ich hier umbreche, dass es zwei, sogar drei, zweieinhalb Zeilen möglich sind. Das heißt, ihr könnt jetzt mehr Text schreiben, ohne einen Hack anwenden zu müssen. Und wenn ihr den Text geschrieben habt, könnt ihr den frei bewegen, nach oben und unten. Ihr könnt nochmal auf das T tippen, dann wird der groß und ihr könnt ihn frei bewegen. Und ihr tippt nochmal drauf und der wird groß und mittig zentriert dargestellt und ich kann ihn ebenfalls frei bewegen. So, was jetzt auch geht, ist seit kurzem, ich gehe nochmal auf den Text und ich kriege hier oben nochmal Farbe vorgeschlagen. Das war schon immer so und ihr seht, die Farbpalette ist auch ziemlich groß geworden hier. Wenn ihr, kleiner Pro-Tipp, den habe ich mir auch von Richard Gut hier abgeschaut, wenn ihr jetzt jedem Buchstaben eine einzelne Farbe geben wollt, dann wählt, und das geht leider nur auf iOS und nicht auf Android, auf was ich es gerade zeige, dann wählt den Text aus, den einzelnen Buchstaben und gebt dem eine Farbe, so könnt ihr jeden Buchstaben durchgehen. Klappt aber wie gesagt nur auf iOS, auf Android, ich zeige es gerade auf dem Galaxy Note 4, klappt das nicht, aber ich gebe dem Text jetzt einfach mal eine Farbe und da ich blau mag, gehe ich einfach mal auf blau. So, richtig schön ist das jetzt nicht. Aber hey, für Testzwecke sollte das reichen. Dann habt ihr noch eine Möglichkeit, ihr könnt auf den Stift klicken und könnt es frei zeichnen. Ich mache das auf meinem Notegun mit dem Stift. Ihr könnt es aber auch mit dem Finger machen, der Stift ist nur präziser. Und dann könnt ihr entweder schreiben oder wirklich zeichnen. Da ich nicht zeichnen kann, schreibe ich jetzt einfach mal was drauf. Und ihr seht, ich habe es S geschrieben, wollte auch schreiben. Auf den Pfeil da oben klicken. Und dann könnt ihr den letzten Strich, die letzte Zeile rückgängig machen und könnt das noch ändern. Das könnt ihr versuchen, das hübsch zu machen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Kreativste, aber so könnt ihr eure Snaps verschönern. Jetzt habt ihr mehrere Möglichkeiten. Noch bevor ihr es wegschickt, könnt ihr unten auf den Pfeil klicken und ihr sichert diesen Snap noch bevor ihr ihn verschickt habt in eure Galerie. Das heißt, ihr könntet ihn jetzt verwerfen, müsstet ihn gar nicht erst rausschicken, hättet ihn trotzdem gesichert und könntet das Bild auf Instagram zum Beispiel nutzen. Wichtig finde ich noch links unten das Uhrsymbol. Wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr nämlich entscheiden, wie lange das Bild angezeigt wird. Da geht alles von 1 bis 10 Sekunden, denn 10 Sekunden ist auch die maximale Länge,
der Videos und ich gehe meist so zwischen 5 und 6 Sekunden. Das reicht für ein durchschnittliches Bild völlig. Wenn ihr das jetzt direkt in eure Story schicken wollt, klickt ihr unten auf das Plus-Symbol. Das ist dieses Teilchen hier neben dem Pfeil. Wenn ihr noch mehr Möglichkeiten wollt, geht ihr einfach auf den Pfeil recht unten. Und hier habt ihr die Wahl, in eure Geschichte posten oder eben auch noch zusätzlich Freunden schicken oder nur Freunden schicken. Das könnt ihr auch machen. Dann habt ihr ja einfach die Möglichkeit, es nicht nur in eine Story zu posten, sondern auch direkt Leute anzuchatten damit. Ich schmeiße es jetzt nur in meine Geschichte und sage mal, mach das. Und jetzt hat er das hier gepostet und ihr seht, hier oben ist Text eingeben und da ich da drauf gehe, sehe ich, na, lade, sei lieb. Wenn ich da drauf gehe, sollte ich diesen Snap sehen. Das macht er gerade nicht. Das ist so eine Besonderheit. Snapchat ist manchmal ein bisschen instabil und so nicht nur auf Android. Jetzt seht ihr es, das ist in meiner Geschichte. Ihr seht, noch niemand hat sich es angeschaut. Logischerweise keine Screenshots. Und ich könnte es wieder löschen und sichern unten. Diese ganzen Zeichenfunktionen und Co. habt ihr auch bei Videos. Bei Videos möchte ich euch noch was zeigen. Geht auch bei Fotos. Bei Videos, ich mache jetzt einfach mal ein Testvideo hier vom Livestream-Tutorial. Lasse los. Und das ist etwas nervig. Er spielt mir das ist wieder und zwar mit Ton. Das mache ich jetzt mal leise. Ihr seht oben die Lautstärkeanzeige. So, und was ich jetzt auch mache, sind mehrere Sachen. Bei Videos habe ich neben den Zeichen und alles, was ich gerade gezeigt habe, noch ein paar weitere Möglichkeiten. Ortsfilter, die gibt es auch übrigens bei Fotos. Ich habe sie nur nicht eingesetzt. Das ist der eine hier. Das hier ist ein Stuttgarter Filter. Und jetzt kann ich es rückwärts laufen lassen. Ich kann es beschleunigen. Ich kann es verlangsamen. Dann hört man das auch. Also ihr hört, dieses rückwärts beschleunigen, verlangsamen beeinflusst auch Sound. Ich kann die Uhrzeit einblenden. Wenn ihr auf die Uhrzeit tippt, wird ein Datum draus. Und wenn ihr nochmal tippt, wird daraus ein Datum in ausgeschriebener Form. Das heißt, hier könnt ihr diesen Text ein bisschen anpassen. Wenn ihr nochmals leitet, gibt es die Temperatur und zwar in Fahrenheit oder Grad Celsius, wie ihr wollt. Die Geschwindigkeit könnt ihr haben, wenn ihr unbedingt wollt. Und jetzt könnt ihr Schwarz-Weiß-Filter und andere Farbfilter drüber legen. So ein bisschen Instagram-Style. Pro-Tipp, wenn ihr zwei, Entschuldigung, zwei Filter legen wollt, ich nehme jetzt mal, was nehme ich denn? Ich nehme genau diesen süßen Bär und jetzt drücke ich mit einem Finger aufs Display, halte diesen Finger drauf, mit dem anderen Finger swipe ich. Jetzt kann ich nämlich zwei Filter drüber legen. Das heißt, ich kann erst einen Filter rum, mit einem Finger draufhalten, mit dem zweiten Finger weiterschieben und dann habe ich zwei Filter drauf. Und auch das klopfe ich jetzt einfach mal in meine Story. Die Leute werden mir das doch sicherlich verzeihen an der Stelle. Ihr seht, Rufen snappt mich in diesem Augenblick an. Ihr seht, Heike, der Chat vorher hat nicht funktioniert. Ich tippe es nochmal an, er soll es senden. Das tut er gerade nicht. Jetzt hat es geklappt. Schauen wir nochmal rein, was Rufe zu sagen hat. Rufe spielt Musik und schickt mir einen Morgengruß mit Kaffee und Musik. Das ist süß. Das werde ich mir gleich nochmal angucken. So, das war es im Prinzip mit dem Überblick heute erstmal. Wir haben uns angeschaut, da bin ich wieder, wir haben uns angeschaut, deine Geschichte, die Geschichten deiner Freunde, Discover und Live-Stories. Und wir haben uns die grundlegenden Tipps für Snappen, also Foto, Beschreibung, Text und so weiter, wie ihr zwei Filter drüber legen könnt, wie ihr die Uhrzeit aufs Datum ändern könnt. All diese Dinge haben wir uns gerade angeschaut. Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen lehrreich und hilfreich für euch. Wenn du jetzt noch hier im Livestream Fragen hast, ich sehe, wir haben noch ein paar Zuschauer, dann würde ich mich freuen, wenn du sie jetzt stellst, denn dann gehe ich auf diese Fragen noch ein. Es gibt noch ein paar fortgeschrittenere Funktionen, vor allem auf iOS, wie man zum Beispiel auch noch mehr Farben aktivieren kann und ähnliches. Es gibt auch einen Hack, den habe ich gestern gesehen, total cool auf iOS, wie ihr hands-free, also ohne aufs Display tippen zu müssen, Snapchatten könnt. Finde ich eine sehr coole Idee, fand ich auch sehr kreativ. Wenn ihr euch für solche Funktionen, so fortgeschrittenere Sachen interessiert, hinterlasst mir doch bitte einfach einen Kommentar und sagt mir Bescheid. Dann nehme ich mir in einem der nächsten Livestream-Tutorials die fortgeschrittenen Funktionen vor. Das war's für heute. Ich sehe gerade im Chat keine Fragen mehr. Das heißt, ich danke dir, lieber Zuschauer, für Zeit und Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen interessant.
Ich denke, wir haben das relativ gut hinbekommen. So Viertelstunde, 20 Minuten ungefähr, denke ich, ist noch eine überschaubare Zeit. Und wie gesagt, ich empfehle dir, wenn du das jetzt zuerst gefunden hast, schau dir den ersten Teil an mit den Grundlagen, jetzt den zweiten Teil. Und dann bist du damit eigentlich, denke ich, für Snapchat ganz gut gerüstet und kannst die ersten Schritte in Snapchat tun. In den nächsten Livestream-Tutorials, die gibt es dann nächste Woche, nehme ich mir andere Apps vor. Wie gesagt, es sei denn, ihr habt Interesse an einem fortgeschrittenen Snapchat-Tutorial. Wenn es dir was gebracht hat, würde ich mich wirklich über ein Like freuen, auch wenn du das Ganze mit den Leuten teilst, denen es deiner Meinung nach was bringt. Und natürlich, wenn du hier den Kanal abonnierst und auch bei den nächsten Livestreams gerne auch mit Fragen und Diskussionen dabei bist. Ich freue mich auf dein Feedback, freue mich, wenn es dir was gebracht hat und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir.